Die Nachfüllung. Danke. Mhm. Habt ihr den Scheiß gesehen? Ich sitze in der Mitte und sie gießt mir das Bier zuerst ein. Ja und? Ja und? Kapiert ihr das nicht? Das macht sie doch nur, weil ich schwarz bin. Vielleicht ist sie einfach nur nett. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Was? Was ihr nett nennt, nenne ich verdrehten Rassismus. Wollen wir alle mal besonders nett sein zum schwarzen Mann? Dafür, dass man seine Vorfahren aus ihrer Heimat entführt und zu Hunderten in lecke Boote, die überhaupt kein Klo hatten, gequetscht hat, wie menschliche Ölsardinen. Und wenn sie nicht schon auf der Überfahrt abgekratzt sind, dann mussten sie ins Showgeschäft, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und jetzt gießt sie mir das Bier zuerst ein? Das macht 400 Jahre Unrecht nicht wieder gut. Nein, Sir, heute nicht. Ich wünschte, ich wäre schwarz. Dann hätte ich schon längst meine Zwiebelringe. Miles, ich muss mit dir reden. Dass du rauchst, habe ich gar nicht gewusst. Tu ich auch nicht. Es ist verboten, in Flughäfen zu rauchen. Ich wollte dir nur mal zeigen, wie schlimm es schon ist. Sieh dir das an. Hast du das gesehen? Kein Mensch sagt was, weil ich schwarz bin. Oh, beugen wir doch das Gesetz für den schwarzen Kerl. Lassen wir ihn ruhig puffen, weil er schwarz ist. Nur weil die alten Bluesmusiker keine Tantiemen gesehen haben und jeden Abend woanders spielen mussten, bis sie Hunderte hatten, um ins Bordell gehen zu können, darf ich jetzt überall rauchen, wo ich will. Mann, das ist Blödsinn. Mit mir ist irgendwas Eigenartiges passiert. Ja? Na, mit mir ist auch was Eigenartiges passiert. Die haben mich zum Gruppenleiter befördert. Das ist doch toll. Wirklich? Ich bin seit 16 Tagen hier, Marvin. Der Filipino da drüben schiebt hier Dienst seit 5 Jahren. Weißt du, warum ich befördert worden bin? Weil du schwarz bist? Nein, weil der Typ saublöd ist. Ich muss euch was sagen. Ich hatte einen schweren Autounfall in den Bergen. Ein Wissenschaftler hat mich gefunden und mit irgendwelchen Tierorganen zusammengeflickt. Und jetzt habe ich meinen Geschlechtstrieb nicht mehr unter Kontrolle. Marv, wenn du nicht mehr mit mir rumhängen willst, weil ich schwarz bin, dann sag's mir. Ja. Hier siehst du den Grund, weshalb Schwarze nicht campen gehen. Wenn ich will, dass mir was in den Hintern kriecht, kann ich das auch zu Hause haben. Also los doch! Jetzt leg diesen ekligen Typen doch endlich um! Ich bin keine Bestie! Ich bin keine Bestie! Wer ist denn die Bestie? Okay, okay! Ich bin's! Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ihr etwa? Ich bin die Bestie! Ich hab die Kuh gefressen und den Jäger übel zugerichtet. Also tut, was ihr tun müsst. Ich schätze, diesmal können wir es noch mal durchgehen lassen. Ja, ist ja nichts Besonderes. Was? Ich mach doch nicht mit, wenn ein Schwarzer umgebracht werden soll. Wir ziehen ab, Leute, das war's dann. Mach's schon! Ja, aber was ist... Diese Strumpfhose bringt mich um. Na, kommt schon, Leute. Kommt schon, kommt schon. Oh! Lassen wir die schwarze Bestie laufen, weil sie schwarz ist. Wir können doch kein schwarzes Ungeheuer töten, das wäre rassistisch. Na los, wir gehen, Kumpel. Was ist bloß los mit euch, Leute?